Die ukrainische Hauptstadt ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko von Russland erneut mit Raketen angegriffen worden. Menschen seien verletzt und Wohngebäude und Industrieanlagen beschädigt worden, teilte Klitschko über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Luftabwehreinheiten seien im Einsatz gewesen, um den Angriff abzuwehren. Raketentrümmer seien in verschiedenen Teilen der Stadt niedergegangen. Es ist der erste große Raketenangriff auf Kiew seit mehreren Wochen. Nach einer Pause von 44 Tagen startete der Feind einen weiteren Raketenangriff auf Kiew, so Serhii Popko, Chef der Militärverwaltung. Bürgermeister Klitschko sagte, in der ganzen Stadt seien mindestens 10 Menschen verletzt worden. Zu den beiden Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, gehörte auch ein 11-jähriges Mädchen, so die Behörden. Die Luftverteidigung der Ukraine habe alle 31 russischen Raketen abgeschossen, die auf die Hauptstadt zielten, sagte der Luftwaffenkommandeur. Der Chef der Militärverwaltung gab an, das russische Militär habe strategische Bomber eingesetzt und auch einige Raketen von seinem Territorium aus abgefeuert. Der Luftalarm habe fast 3 Stunden gedauert. Bewohner eines mehrstöckigen Gebäudes in einem zentralen Bezirk von Kiew wurden in Sicherheit gebracht, nachdem eine der Wohnungen Feuer gefangen hatte. Der Angriff zerschmetterte auch Fenster in mehreren Häusern in der Nähe und setzte Privatwagen in Brand, so Popko. Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky sagte am Mittwoch in einer Videobotschaft, zuletzt seien bei russischen Angriffen auf Kharkiv außerdem 5 Menschen ums Leben gekommen. In einer weiteren Ansprache forderte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in seinem Land, die globale Rechtsstaatlichkeit müsse wieder funktionieren.